Vulpix, aber es ist trotzdem schlechter. Ich behalte auch das mit den Äpfeln, das ist süßer. Da haben wir ein Magma, es ist bereits 490, 10 Punkte mehr. Ergibt gar keinen Sinn. Aha, das ist wirklich lustig. Okay. Okay. Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Das ist schön. Schade, deine was? Was? Okay. Jetzt die Horde Glumanda. Da bin ich einmal gespannt. Besser, ja. Die haben wir auch schön reingelockt hier. Nur 1000. Karte. Leck mich! Oh Mann, ich hätte doch das eine Bild nehmen müssen mit den ganz vielen Glumandern drauf. Jetzt bin ich aber gespannt, was er zu Lavados sagt. Okay, bisschen besser von der Größe her. Die Pose sind... okay. Er sieht es nicht als Special an, wenn Lavados gerade schlüpft. Schade. Hätte ja sein können. Das wollte ich halt einfach mal wissen. Und da ist das schöne Akani. Oh, sogar perfekte Größe. Wow. Und die Pose ist nicht perfekt. Ich hasse dich so sehr. Wunderbar. Aber 3500 bin ich mehr als zufrieden. Und Glurak mit seinem Flammenwurf. Okay, warum auch immer die Größe nicht stimmt. Das ist eine riesige Flamme. Wunderbar. 4040. Und das sind auch schon die letzten zwei Pokémon. Wir bekommen eine neue Strecke. Warte. Gehen wir zurück ins Labor, aber bitte. Willkommen zurück. Gute Arbeit, Gecko. Wähle Strecke wählen und mach weiter so. Das mache ich, aber erstmal speichern wir hier ein bisschen, ne? Ja, ich will weitermachen. Strecke wählen. Gecko, du kannst nun die nächste Strecke erforschen. Das Tal. Die letzte Strecke. Danach gibt es nämlich nur noch die Regenbogenwolke und die müssen wir freischalten. Die Strömung ist reißend schnell. Hoffentlich verpasse ich dadurch keinen Schnappschuss. Na, das klingt ja super. Ja. Auf geht's. Versuchen wir unser Glück. Es könnte jetzt also eine rasante Tour werden. Okay, da vorne sehe ich Mankeys. Das hier ist ein Diktrie, ich sehe das schon. Bitte erkenne das Secret an. Du Honk. Nein. Da sind Shiggy, glaube ich, drin, oder? Das sind keine Felsen, das müssen Shiggy sein. Oh, das war ja super. Dratini! Oh! Scheiße. Mankey müssen wir vielleicht wütend machen. Hier ist ein Kleinstein. Sandan. Achso, ich kann ja nicht werfen, wenn ich die Linse draußen habe. Okay, haben wir Kleinstein. Ah. Oh, Sandama! Oh, Goldini, Goldini! Und jetzt? Hey, Georock, komm mal runter! Scheiße. Okay, das ist wirklich auch keine einfache Strecke. Ich sehe das schon. Ich hab's nicht erwischt, scheiße. Ein bisschen halt. Ich werfe mal wahllos irgendwelche Sachen. Vielleicht passiert was. Ha! Da oben zum Beispiel. Leute. Ja, dann halt so. Besser als gar nichts. Ob hier vielleicht... Oh, ein Stern, du! Ich hab dich schon gesehen. Oh, wow! Das war ein schönes Bild. Okay, da passiert nichts. Ja, ja, Stern, du. Ich sehe das schon. Oh, Stern, du! Es triggert mich. Es verarscht mich einfach hart. Oh, hier können wir sogar zwei Stern, du, auf einmal schnappen. Wenn wir einen Mega-Schnappschuss machen. Oh Gott, ist das schwer. Wow, hier sind wir so schnell unterwegs. Ich glaube, da ist es gleich weg. Da ist es weg. Oh, was passiert denn jetzt hier? Stami! Dratini! Oh, die Shiggies, da sind sie!
Shiggy, Shiggy, bitte bleib hier. Ah, verdammte. Da ist wieder Stratini, alles klar. Oh mein Gott. Alles nicht so einfach hier. Alles nicht so einfach. Schon wieder Carpador, wirklich. Komm bitte nochmal. Stratini! Oh! Goldini! Scheiße! Wieso passieren hier immer random Sachen? Warum ist hier ein Schalter? Warum ist hier ein Schalter? Oh mein Gott. Ey, das ist so random. Ich glaube, ich kack. Puh. Okay, das war vielleicht ein guter Carpador-Schuss, wenigstens. Noch 17 Bilder könnten wir machen. Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn für eine rasante Flussfahrt? Achtung, Grüne, Leute. Ah. Na, dann gucken wir mal, was wir haben. Puh. Bilder. Also, hier haben wir schon mal ein sehr gutes Carpador. Sorry. Trattini! Hey, wir haben hier doch einen guten Schuss. Hier haben wir Kleinstein, hier haben wir Sandern. Hier haben wir Kleinstein. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir Sandern. Das nehmen wir auch. Oder nein, wir nehmen das. Das sieht besser aus. Oder nein, das hier sieht am besten aus. Und das sieht auch am besten aus. Ja, hier haben wir halt Georock, sehen halt scheiße aus. Hier haben wir Menki. Menki ist schwierig. Menki ist schwierig. Was ist das? Sandstein, hä? Hier haben wir Stern, du. Das wäre so perfekt, wäre das von vorne. Scheiße. Oh, wie bitter. Nehmen wir das, das ist wenigstens von der Seite. Ja, das ist halt von hinten, aber wir haben wenigstens Stami. Oh, das wäre fast sehr gut gewesen. Shiggy, die sind zwar weit weg, aber wir nehmen sie. Ah, das wäre so süß gewesen, das Trattini. Ah, süß. Da ist einfach gar nichts. Ja, Goldini. Hm. Hier nochmal Carpador und hier nochmal Carpador. Okay, fertig. Wobei das von hinten ist und das ist von hinten. Fertig, Professor Eich. Ja. Das soll reichen. Was sagst du zu meinen super tollen Fotokünsten, mein Freund? Jawohl. Lass einen Platscher. 800. Kommen wir zur Technik. Was ist eigentlich mit der A-Taste von diesem Controller hier los? Aha. Das letzte Bild war besser. Echt jetzt? Ah, wieso? Trattini. Was nah dran. Pose. Sandern. Wunderbar. Wunderbar, das Bild ist total los. Vielen Dank, Professor Eich. Klein Stein. Okay. Okay. Wunderbar. Okay. Nicht zufrieden mit. Menki ist auch sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Georock. Du warst nah. Immerhin. Stern, du, das ist sehr interessant. 600 immerhin. Und in der Mitte. Wow, okay, das wird sehr schwer für mich, das zu knacken. Du warst nah dran. Außer ich erwische beide Sterne auf einmal, das wäre super. Ja, hier sind halt die Shiggy, ne? Hier ist halt Goldini, ist halt Kacke. Und das war's auch schon. Ein geheimnisvoller Schalter. Viel Glück, Gecko. Was? Ach, auf der Route jetzt, ne? Ja. Willkommen zurück. Danke, Professor. Ich habe vergessen, dir das Dicktree zu zeigen. Ich Vollidiot. Ach, scheiße. Naja, okay. So viel dazu. So viel dazu. Ha. Was müssen wir tun, um die Pokéflügel zu erhalten? Wissen wir nicht. 49 Arten haben wir schon geschossen und es gibt 60, glaube ich.
in Snap, oder? Kann das sein? Ich glaube. Ich glaube. Ja, ich glaube. Ich würde mal sagen, ich speichere hier jetzt ab. Habe ich gerade schon getan, ich weiß. Und dann beende ich einfach das Spiel. Bis später, ich freue mich schon auf deine nächste Fotosafari. Ich mich auch, ehrlich gesagt. So, das war's jetzt erstmal wieder für Pokémon Snap, ja? Da hopselt das Pikachu süß rum. Nee, das soll's erstmal gewesen sein. Für heute wieder mit Pokémon Snap. Ich stream das Ganze ja live auf Twitch. Steht ja auch unten links vermerkt, dass das ein Stream ist. Ihr könnt gerne auf Twitch vorbeigucken. Ich bin eigentlich dreimal in der Woche live. Im Normalfall. Und der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne Kommentare oder so ein Zeug. Würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, euer GameTricks.